stecken zwar noch immer mitten im Verletzungssumpf, setzen heute aber auf Neuzugang Oseni Tsongo. Der Westafrikaner soll bei seiner Premiere Feuer ins Spiel des SV Bioperlinger Wörgl bringen. Daniel Linzer hat ein Auge auf den Debütanten geworfen. 20 Jahre ist der alte Rohdiamant aus Burkina Faso. Seinen ersten Schliff hat ein Anderlecht bei der Jungmannschaft bekommen. Wörgl hat ihn für diese Saison vom Wacker Tirol geliehen. Bei den Kärntnern ein gewohntes Bild. Erste Ecke in Minute 10. Und Florian Schwarz bittet Almedin Hoter zum Tanz. Aus 25 Metern wirft Christoph Stückler die Torfabrik FC Kehler Kärnten an. Aber vorerst nur mal die Maschinen warm gemacht. 20 Minuten gespielt, Freistoß Kabat. Hieblinger zieht ab. Aber wieder nur Blech. Gregor Hanel kann hier für die Tiroler klären. Hinten stehen die Wörgler sehr gut. Nach vorn bemüht sich Neuerwerbung Tsongo. Aber diese Flanke schnappt FCK-Goli Probst Schwarz vor der Nase weg. Die nächste Viertelstunde gleicht einem Tormann-Training für Wörgl-Goli Harasser. In Minute 37 prüft hier Luttenberger. Knapp vor der Pause noch eine Ecke für die Kärntner. Der Ball fährt sich zu Hoter. Der auf Stückler, der heute sehr, sehr gut spielt, aber Straffner hat zu wenig Drehung drauf. 11 Torschüsse für die Kärntner in Hälfte 1 und 0:0 Pausenstand. Da zeigt Kärnten-Coach Packholt spastische Züge. Das kann nur ein Mann richten, Stanko Bubalo. Soll den Wörgler Abwehrriegel knacken, er kommt statt Stellander ins Spiel. Und schon am Ball. Minute 49, schöne Aktion gemeinsam mit Weber. Aber wollen wir es abwärmen. 10 Minuten später der nächste Anlauf. Hutter liegt dafür Bubalo, Kabat. Aber Harasser wieder mit der Hand dran. Der Trainer der Wörgler trinkt einen Schluck auf seinem bisher topfitten Goli Reinhard Harasser. Das gibt's ja nicht. Und wir schreiben die 58. Minute. Letzter Auftritt für Oseni Tsongo. Aber Hölzl versemmelt ihn. Kurz darauf geht der Afrikaner vom Platz. 60 Minuten gespielt. Almedin Hoter nimmt wieder mal Anlauf Richtung Tor. Querpass auf Luttenberger und jetzt sitzt er. Die Erlösung für die Kärntner. Das zweite Saisontor für den Ex-Untersiebenbrunner. Harasser bezwungen, aber die Lupe zeigt, da war er sogar noch knapp dran. In den letzten 10 Minuten bringen die Tiroler auch vorne plötzlich was zusammen. Hölzl auf Muslic, aber der vergibt die Chance auf den Ausgleich. Innerlich stirbt Peter Backholt, nach außen ist er aber cool. Minute 84, Stanko Bubalo mit Saisontor Nummer 6. Er besiegelt das 2:0 im Wörthersee-Stadion mit einem Tor für Schmuckkästchen. Morgen gibt es Wandertag für den FC Kehler Kärnten mit den drei mühsam erkämpften Punkten. Hoffentlich gute Stimmung. Die Kärntner bleiben also an der Spitze dran. Seit